Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Anna. Ich begrüße euch. Ja, sieht aus, als würde nicht nur ich euch begrüßen, sondern auch diese entzückende, höchst erotische Stimme im Hintergrund, was auch immer sie uns zu sagen hat. Und ja, doch dazu bin ich heute nicht allein. Ich habe einen Gastkommentator, der uns durch diesen Part begleiten wird. Und ja, ich würde sagen, du stellst dich jetzt einfach auch mal selbst vor. Ich bin die Maske der Verfolgung und ich werde euch durch diesen Part begleiten. Ja, okay, gut. So viel zu dieser Vorstellung. Nein, falls ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass wir, ja, diesen wunderschönen Stuhl noch verschönert haben mit Hilfe eines Trauerkleides und einer sehr schönen Maske. Ja. Zudem haben wir noch einige Gegenstände gefunden, wie zum Beispiel einen Beutel voll Samen. Wir haben diverse Symbole und neue Zeichen an den Wänden gesehen, wie hier diese schönen blutigen Hände. Gott, und dieses Knurren bzw. Scharren schon wieder. Ah, es macht mich irre. Ja, und genau, zudem, als wäre das alles nicht schon genug, haben wir hier noch eine Maske uns aufgesetzt, die wir nicht mehr abnehmen können. Und zwar ist das die Mördermaske. Sehr schön. Was könnte gemütlicher sein, als hier auf einem alten Dachboden eine Mördermaske zu tragen, eine Fratze vor uns zu haben, die uns noch dazu ständig verfolgt. Oh Gott, das ist so creepy. Ja, wie gesagt, was könnte gemütlicher sein? Und von daher würde ich sagen, wir geben uns dieser wohligen, warmen Atmosphäre voll und ganz hin. Genug gelabert, weiter geht's mit Anna. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, was bleibt mir jetzt noch an Möglichkeiten? Ich habe noch so ein bisschen nachgedacht, denn, lieber Ari, du hast vollkommen recht, das Spiel nagt sehr an mir. Ich denke da auch abseits der Aufnahmen oft darüber nach. Und ja, was haben wir noch nicht gemacht? Also wir können jetzt wahrscheinlich mit dieser Maske, wenn wir es denn wollen, wenn wir es denn wollen, interagieren. Diese Stimme schon wieder. Und ja, seht ihr euch an, seht es euch an, selbst. Wie schön ist diese Maske eigentlich? Ach, herrlich, ich würde diese Maske jederzeit auch an meine Wand klatschen. So, untersuchen. Er scheint festgeklebt zu sein. Ich kann ihn nicht bewegen. Ja, vielleicht ist das auch besser so. Es scheint für die Kleidung erfolgen. Ach ja, stimmt, das hatten wir ja gestern noch kurz in diesem Part. Könntest du aufhören, mich zu... Okay. Weiter im Text. Ja, genau. Mir wurde auch gesagt, dass das wirklich aussieht wie Eis oder Wasser, aber ich kann damit leider nicht interagieren. Und diese Sicht aus der Maske ist einfach nur nervig. Nimmt einiges vom Sichtfeld auch weg. Und ja, was könnte ich jetzt wirklich noch machen hier? Genau, stimmt, ich soll die Schubladen hier mal checken, ob die zu öffnen sind. Nein, liebe Zenobia, leider kann ich diese Schubladen nicht öffnen. Was mich wirklich vor ein Problem stellt, weil ich nicht mehr weiß, oh Gott, diese Maske, was ich machen soll. Genau, diese Idee habe ich noch, dass ich mich jetzt hier mal im Spiegel ansehe mit dieser Maske auf. Vielleicht erscheint ja was Neues. Ich kann das nicht benutzen. Ja, und postwendend werde ich ausgelacht dafür. Dammit. Er ist sehr dreckig und zeigt kein Spiegelbild. Liebe Leute, ich hänge ein bisschen fest hier. Und vielleicht auch schon so ein wenig feststellen konnte. Okay, also diese Maske verfolgt mich tatsächlich überall hin. Genau, und diese Tür im Boden kann ich auch nicht öffnen. Diese Wurzel sieht ja fast aus wie ein Brecheisen. Vielleicht ist die auch... Ach stimmt, ich kann die ja gar nicht benutzen. Schade. Wo kann ich diesen schwarzen Schleier noch verwenden? Ja, was kommt mir bloß in den Sinn? Wo würde ein schwarzer Schleier noch am ehesten Sinn machen? Lass mich überlegen.
Diese Pantoffeln konnte ich auch nicht nehmen, ne? Steckt in der Wand fest. Ja, dann nimm doch die Eisenstange. Damit. Soll ich den Schleier über diese Pantoffeln legen? Das wär's doch jetzt. Oh, sorry. Verklickt. Das ist mir nicht wirklich klar. Ja, mir auch nicht. Gott! Muss ich dich vielleicht verschleiern? Das wäre noch eine Idee. Dammit! Nichts zu machen. Leute, ich bin dezent ratlos. Wie gesagt, was habe ich? Ich habe Pflanzendünger, ich habe einen Beutel mit Samen, ich habe einen schwarzen Schleier und ich habe 10.000 Wurzeln. Und die Mördermaske, mit der ich aber nichts mehr machen kann. Das Antlitz der Wahrheit, genau. Muss ich mit dir vielleicht diese Fratze hier verdecken? Schade. Kann ich dich wieder aufnehmen? Ich kann das nicht nehmen. Und ich werde schon wieder ausgelacht für meine Fails und für meine Nichtahnung. Okay, wofür könnte ich diese... Muss ich vielleicht... Wait, what? Was? Was zum... Hallo? Okay, ich konnte das jetzt scheinbar tatsächlich benutzen und... What the fuck? Kann ich dich nochmal benutzen? Ich habe es bereits benutzt. Oh oh. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns mal um, was sich hier jetzt verändert hat. Also bis auf die Farbgebung. Es ist ein bisschen rötlicher geworden jetzt. Ja, ein bisschen ist gut. Gott. Ich werde mich an diesen Anblick nie gewöhnen. Kann ich mit dir jetzt irgendwas machen? Ich kann das nicht benutzen. Soll ich hier vielleicht die Maske des Antlitz? Das kommt mir bloß in den Sinn. Die Mördermaske kann ich ja nicht mehr verwenden. Ich kann die Maske nicht abnehmen. Sie scheint an meinem Gesicht zu kleben. Sehr schön. Muss ich das vielleicht besamen? Das macht keinen Sinn. Ja. Sagt er vielleicht was? Da fehlt immer noch etwas, um sie aufleben zu lassen. Gott. Da fehlt... Was könnte hier noch fehlen, liebe Leute? Vielleicht der Schleier jetzt? Das würde eigentlich keinen Sinn machen, ne? Ist mir nicht wirklich klar. Vielleicht einmal mehr mit dem erhitzten Dolch. Wobei, das kann ich mir jetzt in dem Fall auch nicht vorstellen. Das kommt mir bloß in den Sinn. Ich weiß es nicht. Da fehlt noch etwas. Was könnte hier noch fehlen? Ich habe ja eigentlich auch gar nichts mehr so wirklich. Ja, tut mir leid, liebe Leute, ich bin heute wirklich nicht sehr produktiv. Vielleicht hat sich ja noch irgendetwas verändert, was ich zu meinem Nutzen verwenden könnte, oder zu meinem Vorteil. Und hier war sonst gar nichts mehr drin, genau. Okay, bei dieser Einbuchtung hat sich leider auch nichts verändert. Wie sieht es mit dem Spiegel jetzt aus? Kann ich dich jetzt benutzen? Ich kann das nicht benutzen. Vielleicht, wenn ich das Antlitz der Wahrheit vor dich halte. Dammit. Ja, den Samen wirst du auch nicht wollen, lieber Spiegel, ne? Dachte ich mir schon. Und verschleiern? Okay. Beziehungsweise nein, nichts ist okay. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen muss.
Denn diese Tür lässt sich ja auch nicht öffnen. Ich kann das nicht benutzen. Ja, genau. Was hat es mit dieser Maske der Wahrheit, mit dem Antlitz der Wahrheit zu tun? Das ist mir absolut nicht klar. Mit den Symbolen kann ich nicht interagieren. Das hatten wir schon einige Male. Und was fehlt diesem... Ja, ist gut, liebe Leute. Das hatten wir schon des Öfteren. Kann ich hier noch mit irgendetwas interagieren? Habe ich irgendetwas übersehen? Muss ich vielleicht sogar nochmal runtergehen? Das wäre auch eine Möglichkeit, oder? Nochmal zu gucken, ob sich vielleicht unten etwas verändert hat. Ich werde das jetzt tatsächlich mal machen. Einfach weil ich im Moment nicht mehr weiß, was ich noch tun... Dieser Raum hat sich verändert. Ich kann nicht einmal sagen, ob ich in demselben Haus bin. Ich frage mich, was mit der Außenwelt geschehen ist. The fuck? Ja, es hat sich definitiv verändert. Dieser Tisch war mal ganz. Beziehungsweise nicht ganz, aber er stand zumindest. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Leute, aber ich fühle mich gerade ein bisschen verfolgt. Alter Schwede. Sesam, öffne dich. Ein merkwürdiges Bild. Es sieht fast so aus wie eine Flamme. Ja, für mich sieht das eher aus, als wäre irgendwie ein Kind in der Flamme. Hier die zwei Augen. Okay, das ist creepy. Als würden sich die Augen mitbewegen. Ja. Use? Ich kann das nicht benutzen. Okay. Okay, jetzt ist auch hier die Brücke wieder weg. Gott, muss ich jetzt hier nochmal alles, eine Pfütze mit stehendem Wasser, wahrscheinlich hat sie sich nach einem Wolkenbruch gebildet. Ja, das hatten wir alles schon mal. Wo ist die Kamera hin? Oh dear. Houston, we have a problem. Ein merkwürdiges Bild. Ja, ist eigentlich dasselbe, ne? Es sieht fast so aus wie eine Flamme. Ja gut, das rundherum, das sieht schon aus wie eine Flamme, das stimmt, aber da scheint etwas drin zu stehen oder jemand oder... Ah. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Okay, es scheint gar keine schlechte Idee gewesen zu sein, hier mal runter zu gehen. Was sind das für Geräusche? Good Lord. Ist da jetzt vielleicht was drinnen? Auch was verändert jetzt, oder? Es ist die Haupttür zum Sägewerk, sie ist verschlossen. Steckt hier immer schon eine... Oh dear. War hier immer schon ein Sägenblatt in der Wand? Ich glaube nicht. Kann ich die besamen? Das wäre doch noch eine Möglichkeit. Das letzte bisschen Hoffnung verfliegt jetzt auch wieder. Okay, den Ofen kann ich ja auch nicht mehr verwenden, ne? Kann das nicht benutzen. The hell? Okay. Wahrscheinlich hier dasselbe mit der Flamme, genau. Und wahrscheinlich auch hier. Es ist ja dasselbe Bild. Ich kann es auch nicht benutzen. Sieht fast so aus wie eine Flamme. Ich kann das nicht benutzen. Oh, what? Wait. Will ich da überhaupt rein? Die Steuerung ist manchmal echt ein bisschen... Bleibst du offen? Danke. Okay. Das ist auch neu. Die Lampe ist weg. Wo bin ich? Was zum...
Silent Hill für Anfänger, oder wie? Oh dear. Hände aus dem Fußboden. Okay. What the fuck? Ah, oh, Leute, das macht mich völlig irre. Warum ist auch hier jetzt alles verbrannt? Also von den Bildern her. Oh oh. Oh, what? What the? Oh. Alter Schwede. Ich werde das nicht mehr kommentieren. Ihr habt es alle gesehen. Was geht hier vor? So. Kann ich. Oh, Jesus. Moment, wenn es schon wie eine Flamme aussieht. Nein, nicht aufnehmen. Ja, ist schon klar. Kann ich euch anzünden? Kann ich euch mit dem Dolch nochmal hier irgendwie Schaden zufügen oder euch öffnen oder. Schade. Nee, und auch hier ist ansonsten nichts. Und ich kann auch hier mit diesen Händen nicht interagieren, wobei ich darüber gar nicht so glücklich bin, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß schon wieder gar nicht, wie lange ich aufnehme, aber ich möchte jetzt auch noch gar nicht aufhören, ehrlich gesagt. Das übersehe ich doch hier, und zwar massiv. Aber was? Mit dir kann ich auch immer noch nicht interagieren. Mit der Kerze auch nicht. Was hat es hier? Also, das sieht schon sehr nach irgendeinem Okkult aus. Was war das jetzt? Aber ich kann hier nichts... ich scheine hier nichts verwenden zu können. Das irritiert mich. Ich dachte jetzt, vielleicht gäbe es hier irgendwo nochmal einen Gegenstand, den ich verwenden kann. Denn die Säge ist ja kaputt, ne? Eine alte Wasserstrahlsäge, leider ist sie kaputt. Habe ich etwas zum Reparieren? Ja, ich repariere die Säge jetzt mit der Maske. Oh, goddammit. Nein? Komm, ich besame dich. Ich erwecke dich zum neuen Leben. Verdammt. Muss ich die Maske vielleicht verbrennen? Es wäre aber tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich nochmal irgendetwas verbrennen muss, aber ich weiß nicht was. Moment, wieso kann ich hier eine Wurzel... Moment, das ist interessant. Wieso kann ich hier eine Wurzel nehmen? Auf dem Dachboden ging das aber nicht. Sehr interessant. Allerdings kann ich die nicht verwenden. Moment, Moment. Asche des Herzens kann ich... Sehr seltsame Asche. Sie fühlt sich glitschig an. Kann ich dich nehmen? Ich werde einfach welche nehmen. Oho. Ich habe nämlich gedacht, ich würde die ganze Zeit einfach nur auf den Ofen klicken und habe gar nicht geguckt, dass hier die Asche des Herzens. Asche des Herzens. Sehr seltsame Asche, sie fühlt sich glitschig an. Ja, das hatten wir gerade. Gott, was mache ich? Ich habe so viele Gegenstände und ich weiß nicht, was ich machen muss. Die Asche vielleicht nichts zu machen. Ja, war ein Versuch wert, ne? Mit den Samen hier zu vermischen. Feuerzeug. Ofen. Muss verrückt sein. Okay, liebe Leute, dann werde ich jetzt nochmal kurz bei dieser Pflanze gucken, bei dieser Vase, ob ich hier vielleicht eine Wurzel reinstecken kann. Ja, warum auch nicht? Das ist mir nicht wirklich klar. So, okay.
mal kurz Revue passieren lassen. Ich habe jetzt die Asche eines Herzens. Des Herzens, welches wir. Oh, fuck me. Welches wir verbrannt haben. Und, ja, ich frage mich, ob ich vielleicht diese Asche auf diesem Göttinnen-Symbol verwenden kann. Das werde ich jetzt noch versuchen. Ist auch das letzte jetzt in diesem Part, was ich versuchen werde. Wie gesagt, tut mir leid. Wirklicher Fortschritt sieht anders aus, aber. Aber, ja, ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht, was ich machen soll hier. Hau ab. So. Gucken wir mal. Schade. Ich muss verrückt sein. Okay. Das ist mir nicht wirklich klar. Tja, liebe Leute. Ich würde sagen, ich weiß nicht weiter. Also, wir haben neu bekommen eigentlich nur diese Asche, ne? Und wir haben festgestellt, dass es unten jetzt mittlerweile etwas anders aussieht. Okay, ich werde jetzt noch ganz, ganz kurz und dann mache ich auch Schluss hier. Die Asche auf den Spiegel streuen oder das zumindest versuchen. Auch wenn ich so meine Zweifel habe. Ich finde es durchaus interessant, dass ich hier oben keine Wurzel in die Hand nehmen kann, unten aber schon. Das heißt, ich müsste doch theoretisch irgendetwas machen müssen können mit dieser Wurzel. So, Asche des Herzens, nichts zu machen. Sie ist nicht wie die anderen Masken bearbeitet, aber ich kann ihren Anblick nicht ertragen. Gut, liebe Leute. Ich gebe es offen und ehrlich zu, man sieht es ja auch, ich weiß nicht mehr weiter. Deshalb würde ich euch jetzt bitten, mir diverse Vorschläge und Anregungen in die Kommentare zu schreiben. Das wäre sehr, sehr toll, das wäre schön von euch. Allerdings bitte spoilert mich nicht. Ich weiß, dass wahrscheinlich der ein oder andere das Spiel schon kennt, sondern ja, eure eigenen Überlegungen. Das wäre super, wirklich. Irgendeine Idee, was ich hier machen könnte, entweder hier oder auch im unteren Raum. Denn mir persönlich gehen jetzt langsam aber sicher wirklich alle Ideen aus. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich kann das nicht benutzen. Wo könnte ich diese. Okay, ich habe jetzt doch, mir ist noch eine Idee eingefallen. Bin gespannt, ob die auch in den Kommentaren von euch zu lesen sein wird. Und ja, ich verabschiede mich jetzt hier vor dieser Maske einmal mehr, die uns durch diesen Part begleitet hat. War zwar sehr wortkarg, aber immer präsent, wie man hier auch sieht. Ja, tut mir leid, dass es nicht wirklich vorangegangen ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß in diesem Part und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder begleiten, wenn ich euch wieder begleiten, wenn ich euch wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt, okay, gut, das Spiel macht mich wirklich fertig, wie ihr gerade merkt. Was für Versprecher. Nein, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich wieder begleitet, wenn es heißt Let's Play Anna. Und bis dahin wünsche ich euch einmal mehr einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.